Kannst du bitte lange? Zeig mir, was du anzubieten hast. Großartig. Das nehme ich gerne. Das war jetzt aber nicht so viel. Auf jeden Fall. Als Freundin rate ich dir, das zu kaufen. Eigentlich wollte ich jetzt erstmal ein bisschen sparen, weil ich Angst habe, dass wir das irgendwann mal brauchen, das Silber. Weil Land ja nicht Land, weil Neid ja auch schon mal meinte, wir brauchen für einen Schrein auch Silber. Lass dich mal wieder blicken. Zeigst du mir deine Waren? Ich hätte das schon jetzt auch gesagt. Fertig? Ah, hier siehst du auch die legendären Tiere. Was kannst du mir heute anbieten? Wir haben schon 3 und es gibt insgesamt 10. Also es fehlen sonst halt nichts? Schon noch einige. Ich muss los. Bis bald. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Kein langes Gespräch mehr mit irgendwem. Ich bin irritiert. Zeit in einer Oase in der Wüste zu. Ja, also bin ich mir nicht so sicher. Also ich glaube eigentlich schon, dass die Bilder heißen, wir sind denen schon begegnet, aber ich kann mich an die Begegnungen mit denen, die da aufgedeckt sind, nicht erinnern. Also I don't know. Shit, wir haben gar keine mehr. Ich muss gehen. Dann gehe in Frieden. Ich bin gerade erst gekommen. Ich muss gehen. In der Wüste zu. Ja, ja. I know. Geht das schnell? Die letzte Sache, die wir so gemacht haben, ging schnell. Aber wenn ich das jetzt natürlich jetzt noch versuchen möchte durchzuziehen, dauert das wahrscheinlich lange, ne? Ein Ort voller Geheimnisse und Wunder. Kleines Totalen, ja, nein, gar nicht. Schön, Sigurd wieder dort zu sehen. In einem gewissen Umkreis diese Tiere. Ah, nein, eigentlich muss ich sie aufdecken, damit sie, glaube ich, in dem Buch drin sind. Zeigst du mir deine Waren? Also würde ich sagen. Das gefällt dir wohl ganz gut. Neues Aussehen. Lass dich ansehen. Wundervoll. Ist es das, was du suchst? Wir haben halt nur Helme, die scheiße aussehen, ne? Ich leiste wirklich gute Arbeit. Ich muss gehen. Bleib gesund. Wenn du drüber hast, kommt ein Glück sei dir hold. Ich guck gleich mal. Ich habe das Gefühl, ich wollte noch irgendwas tun. Habe ich was aufgemacht, um nachzugucken. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich tun wollte. Was ich hier jetzt gerade tun wollte. Ich wollte hier nachgucken, was ich tun wollte. Aber jetzt habe ich vergessen, was ich nachgucken wollte, um herauszufinden, was ich tun wollte. Also, die Tiere sind blau, right?
Könnte das einer sein? Nach Fortskier haben wir. Liegen zwei dicht beieinander. Das ist wieder eins. Hier haben wir noch nicht aufgedeckt. Nee. Hier haben wir auch noch nicht aufgedeckt. Doch schon aufgedeckt. Mal gut geguckt. Wupp. Wupp. Nee. Hab ich jetzt irgendwo noch nicht drüber gehovert? Also muss ich die nur noch wiederfinden, ne? Für die Markierung sehe ich auch, wenn ich weiter weg bin. Drei Stück hatten wir gefunden. Der ist auch relativ nah da dran. Da fliegen wir mal hin. Fliegen. Ist ja erst kurz vor zwei, ne? Hätten wir sechs, dann fehlen uns immer noch vier. So, mal kurz was nachgucken. Da. Oh nö, hier will ich nicht ganz runterspringen. Oh shit. Upsi. Einladend aus, oder?
der Trolle. Ich sollte, glaube ich, erstmal die Kleinen killen. Die blocken immer wieder meine großen Attacken. Die sind schon zäh, die Viecher, ne? Geräuschkulisse, ja, das Schlachtfeld. Upsi. Upsi, upsi. So, next one. Bin ganz deiner Meinung. Hier. Endlich mal wer, der mich versteht. Ich kann mit Pfeifen auch Wachen in der Nähe anlocken. Auf die Idee bin ich halt einfach noch gar nicht gekommen, ne? Also so 0,0. What the fuck? Achso, ich sitze glaube ich im Baum drin, ne? Ja, oh mein. Bin ich hier runter?
Da unten ist halt Heu, ne? Jesus. Das war das Falsche. Hallo Pferd. Shit, ich habe kein Adrenalin, ne? Oder? Doch, wieder voll. Ich glaube, ich habe das irgendwann mal... Irgendwas habe ich, glaube ich, mal im Netz gebaut, dass mein Adrenalin immer voll ist. Oder? Oh, das ist einfach, wenn ich schnell reise. So. Dezimierst die Wachen. Ja, true. Ich muss mich in Acht nehmen. Wieso? Müssen hier hoch. Ich will doch gar nicht zu euch. Jesus. Och, wieso kommt... Wieso kommt ihr mir jetzt in die Quere? Oh, meine Güte. Hier nicht verfügbar. Jesus. Hä? Unter mir. What? Rabe nicht verfügbar. Ach man, diese blöden Gegner. Könnt ihr mich nicht mal in Ruhe lassen? Ich habe hier einen Job zu erledigen. Wo ist der Dude da? Meine Güte. Ist ein Vogel irgendwo? Oh, ist das irgendein Vogel oder so? Oh, nee, das will ich gar nicht. Nee, der ist schon hier drunter, ne? Oh mein Gott. Gut, dass Ivo einfach mal so gar kein Schmerzempfinden hat. In der Höhle finde ich doof. Thanks for your follow, Lampo. Dein wütender Säufer. Oh, oh Gott. Oh mein Gott, ein Riesenbär.
Besonders wie ist verflucht nochmal ist er hier hingekommen? Forgot to fall, I'm sorry. No problem. You did it now, so it's okay. Okay. Und dann haben wir noch hier einen. Ja, komm, den holen wir uns auch noch. Stinkt der so übel? Nee, ich hab den doch vergiftet. Ich glaube, das kommt von mir. Ich werde wahrscheinlich schon deswegen nie auf 100% spielen können im Spiel, weil ich gar keinen Bock habe, die ganzen Tattoo-Rätsel zu machen. Gar keinen Bock. So 0,0 Lust. You have to stay here anyway. Ja, die Blättchen, dem Blättchen nachzurennen, finde ich halt auch einfach so nervig. Hallo Wolf. Nee, lass mich mal bitte. Wie der Schnee hier glänzt, das sieht merkwürdig aus. That's good to know. Ich sehe es gar nicht da.
Kein Fotomodus. Ich kann das Schwein nicht mehr anvisieren. Hä, wieso? Der Kampf mit so einem Gras, das stimmt. Zwei Brocken rennen nicht alle Tage über den Weg. Nice! Das ging doch jetzt eigentlich recht schnell, right? Monsterkiller, super krasser Monster. Mutant Eber. Ich weiß nicht, welchen du meinst. Einfach mal easy drei legendäre Tiere geholt. So mag ich das. Ja? Mir ist auch immer noch nicht wieder eingefallen, was ich gerade noch machen wollte. Well. Habe ich wohl eins verpasst? Ja, drei. Bär, Eber und Stier. Ein halbes Hochhaus an Schweine und natürlich wird alles gefressen und zagt und angegriffen. Okay. Okay. Gibt es eigentlich Emotes, die ihr vielleicht oft benutzt und euch denkt, boah, das wäre nice to have? Also Sub-Emotes geht ja nicht mehr, aber BTTV geht ja mehr. Ich meine, es geht auch mehr Sub-Emotes. Ich glaube, Tier 3, 2 und 3 könnte ich, oder? War das nur für Partner? Ist ja auch egal. Ich möchte gar nicht mehr Sub-Emotes gerade. Ich packe die gerne in BTTV rein vorerst. Ich bin wohl kurz eingenickt. Ja, der Bär war tatsächlich auch zwischen den beiden, ja. Diese Geschichte trug sich vor langer Zeit in einer Oase in der Wüste zu. Ein Ort voller Geheimnisse und Wunder. Schön, sehr schön. Die Natur ist wundervoll. Nice. Entwurf eiserne Feuerschale. Sehr cool. Ein Tattoo. Und Petrus Bogen. Uns fehlen noch... Obwohl, nee, ich glaube, uns fehlen nur drei, weil hier ist ja kein Fragezeichen. Ich habe dir etwas mitgebracht. Hörst du das öfter? Nee. Wie kommst du darauf? Das könnte ich gut gebrauchen.
Können wir das eine einlösen, oder? Ja. Das können wir immer gebrauchen. Hervorragend. Bauerndünger. Das war, glaube ich, weil wir gerade die ganzen Ochsen abgeschlachtet haben. Hast du alles? Ach, wartet. Kann ich... Dir das mal anschauen. Kann ich die auch so zwischendurch... Dafür bezahle ich gut. Und wenn ich jetzt hier rausgehe und wieder reingehe, dann ist das schon abgeliefert. Das ist natürlich ich nice. Ich habe dir etwas mitgebracht. Das ist natürlich gut, dass ich das jetzt weiß. Kann ich die halt einfach abliefern. Mir einen großen Gefallen. Das dann ist auch die helfen. Gefahr nicht da, dass ich halt irgendwann mal was verkaufe davon oder so. Das brauche ich dringend. Schön, das hilft auch der Siedlung. Was ist das? Okay, Leute, wir müssen irgendwann mal Robben schlachten. Du tust mir einen großen Gefallen. Das können wir gut gebrauchen. Fertig? Wir schleppen das die ganze Zeit mit rum, echt. Nun muss ich gehen. Auf bald. Bis bald dann. Ein Schnitzelklopfer. Okay, so, das hätten wir jetzt. Vielleicht kann ich gleich nochmal gucken, ob wir noch ein Gebäude machen können. What? Eine Raubtier. Oh, shit. Jagdbogen. Ja, aber was macht das für einen Unterschied? Das habe ich, glaube ich, noch nicht so verstanden. Die Pfeile, die ich dafür brauche, das weiß ich, dass das einen Unterschied macht. Die schießen anders. Ja. Einer Oase in der Wüste zu. Dort voller Geheimnisse und Wunder. Tempel eines verborgenen. Oh, jetzt war ich zu schnell. So, wo kann ich denn noch was bauen? Könnt ihr bitte einfach mal still sein? This is not possible. Hä, kann ich nicht noch irgendwo was ausbessern? Hier steht noch gar nichts. Sehr hübsch. Farbe hilft. Los, Sühnen. Und woran genau sehe ich, was davon ich ausbessern kann? Ah. Aber dafür fehlt mir was. Dafür fehlen mir Materialien. Ist das das Einzige, was ich gerade ausbauen kann? Ja, die Dekos sind wirklich hübsch, das stimmt.
Okay, wir haben jetzt ja eigentlich alles heute gut durchgekriegt, ne? Was machen wir beim nächsten Mal? Ist jetzt gerade so ein bisschen die Frage. Die Farm kann man ausbauen. Aber war das nicht eine Farm? Das war doch der Geflügelhof, der uns gerade angezeigt wurde, oder nicht? Ich würde ja sagen, wir gehen Sonntag nach Asgard. Vielleicht gehen wir auch nicht nach Asgard. Vielleicht warten wir mit Asgard noch kurz. Was? Stärke 350? Wir gehen nie wieder nach Asgard. Ja, dann. Boah, ich habe so Bock, das eigentlich gerade noch zu machen, ne? Ich habe Angst, dass das zu lange dauert. Wollen wir da einmal reinlupen? Sonntag ist die 80 drin. Ja. Eng, aber... Oh, jetzt habe ich nicht mehr nach der Farbe geguckt. Es tut mir leid, nein. Ich habe mich schon wieder ablenken lassen. Shit. Aber weswegen braucht Halfdan denn unsere... Das letzte Mal ging das halt voll schnell, als wir so eine Quest hatten. Aber wahrscheinlich jetzt, wo ich mir das so jetzt noch ausgesucht habe... Ist wahrscheinlich so... Ne? Ja, aber Land ist auch schon ewig da. Na, das musst du ja immer vergleichen. Okay. Gesundheit, dankeschön. Gesundheit, dankeschön. Oh, jetzt hast du auch ein kleines Geschenk vor deinem Namen, Kumanus. Hier sind die meisten voll lang da, außer ich. Gesundheit, dankeschön. Die, die gerade da sind, ja, das ist schon. Aber irgendwann fängt jeder mal an, ne? Na toll, nach dem Niesen habe ich jetzt Kopfschmerzen. Scheiße. Kopfschmerzen heranniesen. Boah, es ist kalt draußen. Ich will im neuen Jahr nicht mehr so lange streamen. Aber die eine Quest, die geht noch. Ich frage mich, wie es Halfdan geht, nun da er auf seinem Thron sitzt. Ich super investiert habe. Das wollte ich gerade ansprechen. Psst. Moira, stimmt etwas nicht? Weine um Nordhymre. Ist es wegen Halfdan? Geht es ihm schlechter? Sein Herz ist gebrochen. Er ist nur noch ein Schatten seiner selbst.
Nun, da Faravid verloren und seine Brüder fort sind, wiegt er sich in Verfolgungswahn und Trauer. Ich könnte mit ihm sprechen. Wo ist er jetzt? Er läuft durch Pichiringas Felder mit seinem geliebten Beonton. Ich finde ihn. Danke, Moira. Das Schild aufstellen. Pichiringa ist im Osten. Folge einfach der Straße nach Skadaborg. Oh Gott, wie weit ist das weg? Ach, gut, dass wir da gerade aufgedeckt haben. Da waren wir doch gerade erst, Spiel. Oh, mein Magen hat gerade ganz laut gekurrt. Ich habe aber gar keinen Hunger. Sofort soweit. Man kann es nicht aufmachen. Ne, ins Wasser sparen. Ne, da ist Heu. Stroh, whatever. So genehm. Ja. Das Problem ist halt, mir fällt nichts Spezielleres ein. Also mir fällt nichts Besseres ein. Sonst hätte ich ja schon längst was gewagt. Irgendein Emote, passendes Emote dahinter wäre noch gut. Kann auch von einem anderen Streamer sein. Da muss halt bloß Nightbot Sub sein. Aber bei den meisten ist das, glaube ich, eingestellt. Und bei den meisten giftet irgendjemand dem Nightbot immer einen Sub. Ein Ruhm. Keine Hoffnung. Nichts als Schnee. Still wie eine Leiche in ihrem Grab. Ist er besoffen? Ist irgendjemand auch mal nicht betrunken? Steh auf, Halfdan. Ich bringe dich zurück nach Jofurvik. Komm hoch, Herr. Du bist ein König. Ja, stimmt, das Hehe-Emote wäre, glaube ich, gut. Männer gaben Blut und Leben, um dich auf diesen Thron zu setzen. Das gleiche. Also setz dich! Mein Bruder Ivar, starb er den guten Tod? Er starb im Kampf. Du erschlugst meinen Bruder und hast es nie gesagt. Upsi. Du hast es mir verheimlicht. Jetzt wird mir das es wieder... Es war kein Geheimnis. Opa wusste es. Hat er es dir nicht... Lass mich! Nein, ich bin hier, um dich sicher nach Hause zu bringen. Also steh auf. Ich habe meinen Hammer verlegt. Ich glaube, Beonton ist ehrlich damit jetzt, wir suchen von einem betrunkenen Typen jetzt einen Hammer. Mir geht es nicht gut. Jesus, dieses Spiel. Ich finde deinen Hammer. Und dann kommst du mit mir. Ich war auf dem Weg nach Skadaborg. Wenn du meinen Hammer findest, bring ihn mir dorthin. Man stirbt gut mit der Axt in der Hand. So bescheuert, aber. Und ich habe halt seinem Bruder nicht die Axt in die Hand gelegt. Deswegen musste ich auch schon gegen Ober kämpfen. Ich hol die
deswegen. Dann, die kommen dann halt nicht in die Ruhmeshalle mit den Göttern. That's the problem. Wie Eva so oder so nicht hin. Doch, die sagen ja schon, wenn man im Kampf stirbt und ehrenvoll mit der Axt in der Hand, dann schon. Was siehst du, alte Freundin? Einer von den Mods, vielleicht könnt ihr den Command von... den Tobi erstellt hat, vielleicht einmal eingeben in den Chat. Sühnen, leite mich. Jetzt wird er von Wölfen angegriffen oder wie? Hab ich den Hund erwischt? Nee. Braucht seinen Hammer. Das Konzept hätten wir besser durchdenken sollen. Da hast du vielleicht nicht ganz unrecht, ja. Ach, perfekt. Okay, das war nicht so richtig. Muss man das Command Add vielleicht zusammenschreiben? Warte mal. Oh Gott, ich habe falsch kopiert. Aber das Hehe-Emote fehlt dahinter eh noch. Ich probiere das schon eben selber aus. Das Problem haben wir immer wieder, ne? Ach, wir haben das jetzt... Jetzt haben wir das Hehe-Emote vergessen. Shit. Mach ich gleich. Das S fehlt. Commands, der Leuchtturm. Halfdan erwartet. Okay, das mit dem Counter hat nicht funktioniert. Habe ich mir schon gedacht, dass da was nicht ganz stimmt. To be honest. Aber ich wusste gerade auch nicht mehr, wie das mit dem Counter geht. Dieser Hammer ist nicht dafür da, ihn zu werfen, Halfdan. Denk nächstes Mal daran. Mein Vater, Ragnar, schenkte ihn mir. Er hatte ihn einem finnischen Anführer abgenommen. Er war noch warm vom Blut, als er ihn mir gab. Ich zählte 14 Winter. Ragnar Lodbrok war ein großer König. Liebe oder nette und ehrenvolle Personen in die Hölle schicken, nur weil ich das gerade so will. Ja. Ein finnischer Pfeil tötete meine Mutter. Sie war eine Schildmaid. So wild wie der Wolf, der die Sonne verschlingt. Ob du das darfst? Mein Vater schwor, die Männer zu töten, die sie uns genommen hatten. Und das tat er. Alleine gegen 14. Naja, es ist ja Werbung für ihren Kanal indirekt. Aber das war vor Jahren. Weit im Osten. Hier im Westen ist mein Vater ein Haufen Knochen in einer Schlangengrube. Und doch erzählen wir noch Geschichten von seinem Leben und seinen Taten. Wie starb mein Bruder? Not again! Eva ermordete einen unschuldigen und guten Mann. Er verdiente den Tod, den ich ihm gab. Wenn die Regeln der Ehre seinen Tod verlangten, tatest du, was getan werden musste. Jonton, mein Guter! Komm her, Junge! Ein Hund vergibt immer. Doch er braucht dich zu Hause. So wie das Volk Nordhymbris. Tue dies noch für mich. Entzünde das Leuchtfeuer, das alle es sehen. Und lass es brennen.
Feuer. Oh. Oh, Jesus. Das war's jetzt? Okay, dann ist das, was wir Sonntag machen, Winchester. Können wir nochmal eben mit Ranvi drüber sprechen und das annehmen, um das schon mal vorzubereiten. Aber dann machen wir gleich auch Schluss. Das Problem ist, dass ich das nicht einfach so umstellen kann manuell, weil er das dann falsch erkennt. Es kann sein, dass er einfach andere Klammern braucht. Ja, ich guck gerade mal eben. Nee. Ja, genau. Das müsste jetzt richtig sein, nein. Was haben wir denn für BTTV-Emotes, die passen? Ich suche mir eben gerade ein paar Emotes raus und ihr könnt gleich entscheiden, welches wir nehmen. Also zum Beispiel bei dem Mau hat ja auch auf BTTV und Shrimp-Emote, das darf ich nutzen, weil sie das geshared hat, das weiß ich. Weil sonst könnte ich das bei mir gar nicht einfügen. Man kann auch einstellen, dass man die Emotes nicht shared, dann können andere Kanäle die nicht nutzen. Was passt denn noch? Was vielleicht noch? Bye.
ein stolzer Mann von königlicher Natur. Das Shrimpy-Mode passt hier nicht. Ein Beschützer heiligen Wissen. Er hat gerade was anderes gesagt. Ich bin zu weit gelaufen. Ich glaube auch nicht, dass sie das Böse nehmen würde. Also wenn ich die Emotes jetzt runterladen würde und für eigene Zwecke irgendwo benutzen würde, glaube ich schon, dass das ein Problem, wäre. Ich möchte die Bündniskarte. Aber nicht, einsehen. Wenn ich die über den Nightbot in dem Sinne benutze, weil der Nightbot wird bei ihr dafür ja auch bezahlt. Dass man den bei ihr nutzen kann und dann halt auch automatisch woanders. Item erhielt eine Nachricht aus Winchester. Von jemandem, der sich armer Mitstreiter Christi nennt. Dein verborgener Verbündeter. Spannend. Mehr Ziele, vermute ich. Das ist unser verborgener Verbündeter. Was meinst du? Könnte das eine Falle sein? Als Festung der Westsachsen wird Winchester ein wenig freundlicher Ort für dich sein. Aber damit weißt du schon umzugehen. Ja, schon. Wenn du gehst, halt dich zurück. Ich weiß nicht, ob ich mir das Schloss mal. Ich habe Angst, dass es Ärger gibt. Ich soll einen Mann in Weiß in einem Gotteshaus treffen. Ihm soll ich sagen, kommt Übermut, so kommt auch Schande. Bei den Bescheidenen aber ist Weisheit. Ein Abschnitt ihres heiligen Buches, glaube ich. Ja, meinetwegen auch. Interessant. Geh mit Bedacht. Mit der Frau des eigenen Bruders rum. Viehhof, Getreidehof, Geflügelhof. Ich glaube, ein oder zwei davon habe ich schon erweitert. Warte. Ja, die haben auch nur zwei Erweiterungen. Aber wie gesagt, uns fehlen da eh gerade die Materialien für. Ja, dann machen wir nächstes Mal Winchester. Hierfür müssen wir halt nach Hamptons Gear. Und das ist, glaube ich, mit das letzte Bündnis, was wir schließen. Deswegen dauert das noch ein bisschen. Das ist hier. Weil wir müssen da durch, um nach Winchester zu kommen. Aber ich glaube, wir reiten von hier darüber, damit wir das hier schon mal abgrasen und dann runter. Oder von oben und dann hier so lang. Das könnte man auch mal. Dann kann ich beide mitnehmen. Naja. Speichern.